Servus Leute, willkommen zurück zu Rule of Rose. Ja, letztes Mal haben wir einen Boss gesehen, Mr. Hoffman, ist er glaube ich, und er hat uns platt gemacht. Und weil ich jetzt an einer blöden Stelle, letztes Mal an einer blöden Stelle gespeichert hatte, musste ich alles normal machen. Deswegen, ich habe es ja schon gespeichert, aber ich mache es jetzt trotzdem nochmal, nur zur Sicherheit. Man kann ja nie wissen. Alles klar. Ich hoffe, mit meinem Rohr kann ich einigermaßen gut gegen ihn kämpfen. Ich habe nur ein bisschen Heilung dabei, das ist leider nicht so gut. Kaninchen, Mann! Ha! Hau ab davon. Komischen Karnickel. Ach nee, was mache ich hier? Hier bin ich falsch. Genau, erstmal. Ich glaube, ich musste geradeaus weiter, oder? Wieder einen komischen Gestöhne. Und ich habe mir, weil ich die Katze, weil letztes Mal die Katze zu sehen war, habe ich sie mir jetzt angesehen. Also, ihr habt sie gesehen. Ich hatte ja da nur einen schwarzen Bildschirm, aber ich habe sie mir nachträglich angeguckt und. Oh Gott! Kaninchen! Kaninchenmänner! Und diese Ghouls haben auf ihn den Sack, glaube ich, eingeschlagen. Gut, man kann zu mir springen. Direkt vor mir. Ja, die Kamera ist echt bescheuert. Kamera! Wie soll ich denn so kämpfen? Na ja gut, das wollte ich eigentlich nicht, aber. Da hinten ist er, ich sehe seinen Arm. Kann ich nicht zufälligerweise durch die Kisten durchschlagen? Nee, kommt da angehumpelt. Die Kamera ist echt bescheuert. Die Kamera ist richtig bescheuert. Wie soll ich denn gegen die kämpfen? Okay, es könnte dauern. Ich muss mir erstmal die Strategie gegen ihn zurechtlegen. Noch was. Ja, jetzt. Oh! Jetzt, da haut's ihn auf die Schnauze. Wahrscheinlich könnte ich Brown auch auf ihn hetzen. Dass Brown ihn beißt. Weil das haben wir ja letztes Mal gesehen und dann kann ich ordentlich draufhauen. Ich mach's lieber so, auch wenn es dauert. Fall ja nicht auf meinen Hund. Komm her! Okay. Nein! Steh auf! Was hat er gesagt? Ja, wie soll ich da denn ausweichen? Aufstehen. Ja, super. Oh nein. Ja, super, ich habe ziemlich viel Schaden genommen. Durch diese unfaire Aktion von ihm gerade. Brown! Für Brown folgt mir. Brown, kannst du ihn beißen? Ja. Beiß ihn! Du Hund!
super. Browns Biss hat leider nicht so viel gebracht. Ja, jetzt. Du Arschloch! Warum bringen meine Schläge nichts? Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich muss ohne Brown hier kämpfen. Ich werde Brown mal befehlen, sitzen zu bleiben, weil mit Brown an sich hier zu kämpfen bringt, glaube ich, nicht so viel. Gut, zwei Schläge. Nein! Das war zu gierig. Ich hätte nur einen Schlag machen sollen. Hau ab! Ja! Oh, der Typ regt mich so auf. Das ist so kacke. Toll, ein Keks. Scheiß Lehrer. Ich bin nicht der Hoffmann. Ein Schlag, mehr nicht. Das war, glaube ich, blöd. Oh. Scheiß Kamera. Ja, jetzt ist er da. Mehr als einen Schlag traue ich mich nicht. Tut gut, nicht wahr? Ja. Nein! Ja. Zeitlupenwettlauf. Jetzt ist er da. Die Tafel bringt mir einigermaßen Schutz. Na, nicht hier bei den Kisten. Ja, jetzt war ich zu nah, jetzt konnte ich auch nichts tun. Ich gieriger. Okay, wie viel? Okay. Muss leider sein. Ja, fetz dich nur. Ja, da treffe ich nicht. Die Kamera steht hier extrem in den Kampf, ganz im Ernst. Wenn ich Brown auf ihn lossetzen könnte, dann könnte er ihn packen und ich könnte auf ihn draufhauen, aber ich will nicht, dass Brown noch verletzter wird. Ja. Wie soll ich gegen den kämpfen, bitte? Mein Rohr ist so lang und ich treffe ihn nicht. Ja, super. Jetzt. Das war zu gierig. Wobei, selbst wenn ich jetzt nicht zugeschlagen hätte, ich hätte nichts tun können. Ach komm, du hast so einen kleinen Dirigentenstab und ich habe so ein Mega-Rohr. Ja, das ist bescheuert. Soll man hier ausweichen bei seinem... Weil der macht immer so eine Dreier-Kombo. Toll, mein Rohr ist nicht lang genug. Hier bleibt nichts anderes übrig. Los, Brown, Attacke! Kannst du ihm nicht nochmal ordentlich saftig ins Bein beißen? Wieso habe ich ihn... Du sollst angreifen, Brown. Wie greift Brown denn an?
Der Bosskampf hier ist echt bescheuert. Ja, er wird gebissen. Ja, der Schlag hat gesessen. Oh, gut. Tafel ausweichen. Wo ist denn jetzt? Da. Ich sehe deinen weißen Kopf. Er führt sich nur ins Nix. Mr. Hoffman. Warum treffe ich ihn nicht? Gut. Ich habe ihn so getroffen, ganz. Nein, er rapt mich. Brown. Was für ein perverses Stück. Gut, geht's so. Selfish, sagt er. Sei du mal ganz still. Scheiß Lea. Was, du vergewaltigst eine. Keine Ahnung, wie alt. Wie hast du mich bitte getroffen? Keine Ahnung, wie alt Jennifer ist, aber. Oh, ich bin echt am Ende. Aber ich glaube, das zählt noch zu Pädophilie. Weil ich bin nicht. Also ich nehme zumindest an, dass Jennifer noch nicht 18 ist. Mach mal, Brown. Kannst du ihn nicht beißen? Wo ist er denn? Da. Es gibt hier keinen Befehl zum... Achso, Brown ist... Geschwächt, deswegen. Weil Brown hinkt schon, soweit ich es jetzt gesehen habe. Dann ist kein Wunder. Hm. Da ist er. Der Bosskampf ist seltsam. Keine Ahnung, ob das nur... bei mir am Spiel liegt, also ihr wisst Bescheid und so, hust, dass das so langsam ist, oder... Weil ich glaube nicht, dass das im Normalfall auch so lahm ist. Was, Mr. Hoffman? Nee, nicht das. Warum? Dummer, Alter! Lustkreis. Er steht noch langsamer auf. Warum hat er mich getroffen? Dieser Bosskampf ist echt scheiße. Sorry, aber... Oh, ich bin jetzt... Super. Ich bin jetzt am Ende, wollte ich sagen. Ja, geh schneller. Ich werde es nochmal versuchen. Sorry, aber der Bosskampf ist wirklich bescheuert. Weil ich habe ein mega langes Stahlrohr und treffe ihn trotzdem nicht. Versuch. Ich glaube, ich muss irgendwann, wenn ich diese ganzen Hasenmänner los bin, muss ich mal mit Brown so einen Spaziergang machen, damit er mir Kekse und alles findet. Hä? Hast du mich getroffen, du? Egal. Ich frage nicht weiter nach. Danke, Kamera. Ausweichen. Jetzt habe ich wahrscheinlich gegen Hoffman noch weniger Chancen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich Brown den Befehl geben kann, dass er angreift.
gut aus. Ja. Arschloch. Ja toll, jetzt bin ich zu nahe. Du Mistgeburt. Sorry, aber der Typ ist ja sau dumm. So. Kannst du ihn nochmal angreifen, bitte? So. Jetzt muss aber leider Brown gleich leiden. Oh, er hielt schon. Perfekt, jetzt geht's Brown wieder gut. Und Brown kann nicht angreifen. Was mache ich gegen den Typen? Und ich muss ganz nah dran. Mir bringt gar nichts. Dann werde ich immer nur einen Schlag machen, mehr nicht. Nein, das ist eine Dreier-Kombo. So, wenn Brown ihn festhält, dann gehen doch zwei Schläge. Nein! Rape mich nicht, du. Mistgeburt! Ich drücke alles, aber ich weiß nicht, was ich da drücken muss. Wie viel Schaden hat das gemacht? Na gut, geht's. Okay, ihn legt's wieder aufs Maul. Brown, kannst du noch bitte einmal beißen? Nur einmal noch. Danke. Sorry, Brown, es musste sein. Ich weiß, du gibst dein Bestes. Kannst du? Ja. Hä? Er tut nichts. So, Brown ist geschwächt, deswegen. Tut mir leid, Brown, aber du hast dein Bestes gegeben. Das war echt exzellent. So, jetzt liegt's an mir. Brown hat alles gegeben, was er konnte. Nee. Ich will. So, ich soll sitzen bleiben. Da hinten ist er. Sitzt du? Ja, du sitzt. Perfekt. So, du gegen mich. Muss irgendwo sein, wo viel freie Fläche ist, damit er mich nicht einzwingen kann. Das perverse Stück. Muss den wir erreichen, dass er angreift. Weil er holt ziemlich lange aus zum Angreifen. Und genau in der Zeit müsste ich dann ausweichen. Ja, so zum Beispiel. Ja, schlag zu. Ah. Ich verstehe nicht, warum mein Schlag nicht keine Wirkung zeigt. Ach, hör auf, das zu machen. Wenn du das machst, bist du danach unverwundbar und dann kann ich dich nicht angreifen. Nein. Gut. Ja. Nein! Ah, Gott! Aufstehen, 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 aufstehen. Ja, 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 ja. Nein. Lieber noch einen Keks fressen. Nein. Ach, warum kann ich ihn nicht auch totprügeln, wenn er da liegt? Das wäre so viel einfacher. Ich müsste irgendwie erreichen, dass er wieder mit seinem Dirigentenstab schlägt. Ich weiß, das ist kein Dirigentenstab, das ist eher diese alte Schule.
alte Schule. Nee, sehr so damals, als die Lehrer noch diese Holzstäbchen, Stäbe, wie auch immer hatten, damit sie die Schüler verkloppt haben. Das war ja damals noch erlaubt. Heutzutage darf man das ja nicht mehr. Ich hab dich getroffen, ganz im Ernst. Ja! Es ist scheiße, denn jedes Mal, wenn er angreift, ist er unverwundbar. Und wenn er das dann macht... Selfish, von wegen. Was heißt das nochmal? Eingebildet? Nee, komm, es liegt mir auf der Zunge. Was heißt denn Selfish nochmal? Du bist zu langsam. Gut. Vielleicht so. Dark Souls Technik. Wieso hat er mich getroffen? Das hat jetzt null Sinn ergeben. Und schnell. Lolli. Was macht er denn da? Ja! Er ist tot! Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ich werde es für euch einfügen. Ich werde es mir nach dem Partner angucken. Warmer Sack. Da. Ein Sack, in dem sich etwas bewegt. Ich kann damit jedenfalls was finden. Kann ich Kekse finden? It's brown. Ja, brown ist immer noch am Ende. Wie konnte ich die Knochen finden? Ich müsste mal gucken, wie ich die Knochen nochmal finden konnte. So, ich hoffe, jetzt sind diese ganzen kleinen Gnome weg. Das hoffe ich wirklich sehr, damit ich in aller Ruhe jetzt suchen kann. Ist klar. Laderaum. Ich kann jetzt erstmal zurück speichern. Im nächsten Part werde ich eventuell versuchen, irgendwie an Heilung oder so zu kommen. Sowohl für mich als auch für Brown. Es geht auf keine Kuhhaut. Wenn ich nochmal gegen so einen Boss kämpfe, dann der zieht mich doch locker an den Tisch. So. Da ich Hoffmann besiegt habe. Was sagst du mir jetzt? Die Hindernisse auf deinem Weg. Die gruseligen Dinge. Dinger. Der schmutzige Lehrer. Passiere sie und finde den Sack, denn das wird deine Trophäe sein. Finde den Sack und biete ihn allein. Finde den Sack und biete ihn allein. Mehr kann ich nicht verraten. Okay, ich habe ja den Sack, aber... Was es genau damit jetzt auf sich hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich werde ich Brown mit Hilfe des Sacks irgendwas finden lassen müssen. Na gut, dann belassen wir es erstmal dabei. So, dann würde ich sagen, das war Rule of Rose. Oder nee, Moment, noch nicht. Eins kann ich ja noch machen. Ich will erstmal schauen, wie ich an Knochen komme.
Habe ich hier irgendwas? Nee. Wie habe ich denn einen Knochen überhaupt gefunden? Ach, dann lassen wir es. Gut, dann würde ich sagen, das war Rule of Rose. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.